Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses schöne Outfit mit grüner Jogger und Galaxy Oberteil und Schuhen bekommen könnt. Ja, das Ganze ist ein Transfer-Glitch, das heißt, ihr werdet alle eure Outfits verlieren, bis auf ein Outfit. Zieht euch einfach das Outfit an, was ihr nicht verlieren möchtet. Dann geht ihr auf Options, auf Online und von dort aus gehen wir dann einmal in die Charakterauswahl. Wenn der Charakterauswahl angekommen, müssen wir uns einen zweiten männlichen Charakter erstellen. Der männliche Charakter, der muss auch auf dem zweiten Stellplatz sein, also wirklich ganz, ganz wichtig. Dann begibt euch einmal zum Bekleidungsladen, dann gehen wir einmal zu den Oberteilen. Wenn ihr eine Jacke anhabt, dann zieht ihr euch erstmal die Jacke aus, dann gehen wir zu den Designer-T-Shirts. Und bei den Designer-T-Shirts findet ihr auf Position 32 von 68. Das kaufen wir uns einmal, das T-Shirt. Dann gehen wir zu den Hosen, zu den Shorts und auf Position 18 von 82 kaufen wir uns dann einmal die weiße Boxershorts. Dann gehen wir weiter zu den Schuhen, zu den Turnschuhen und dort kaufen wir uns einmal die rosa Turnschuhe. Von dort aus gehen wir dann weiter zu den Accessoires, dann gehen wir runter zu den Handschuhen und dann kaufen wir uns auf Position 12 von 62 die helle Waltern taktischen Handschuhe und ja, dann haben wir das Outfit auch schon fertig. Können wir einmal an die Kasse gehen und speichern das Outfit einmal auf dem ersten Slot ab. Haben wir das dann abgespeichert, begeben wir einmal Selbstmord. Jetzt sind wir wieder gespawnt, gehen auf Options, auf Online und von dort aus einmal in den Creator. Im Creator angekommen, gehen wir auf Erstelle ein Rennen, auf Einführung, bewegen einmal kurz die Kamera mit dem rechten Analogstick, gehen wir nochmal auf Options, auf Online und von dort aus wieder in die Charakterauswahl. Dort löschen wir jetzt einmal den Zweitcharakter, den wir uns gerade erstellt haben. Sobald wir können, einfach mit Kreis, werden wir wieder in den Story-Modus geladen. Im Story-Modus angekommen, gehen wir auf Options, auf Online, GTA Online spielen und starten eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Wir begeben uns einmal zum Bekleidungsladen, speichern das Outfit einmal ab, was wir nicht verlieren möchten, auf irgendeinem Slot. Dann gehen wir nochmal an die Kasse, gehen wir zu den Overalls und dort kaufen wir uns einmal das Deadline-Outfit, was wir uns jetzt gleich übertragen wollen. In meinem Fall möchte ich jetzt das grüne Deadline-Outfit. Das Outfit aber nicht abspeichern. Dann gehen wir auf Options, auf Online, von Rockstar erstellt, auf Versus und starten den Job Top Fun. Hier im Jobmenü angekommen, gehen wir auf Kleidung, stellen auf Innenbesitz ein. Das ist ganz wichtig. Laden dann einmal irgendeinen Freund oder einen Random ein. Sobald der Freund dann beigetreten ist, dann können wir den Job starten. Wir gehen dann runter auf Innenbesitz, drücken einmal Steuerkreuz nach rechts und ihr seht, das Deadline-Outfit hat sich auf die Jogger schon gemerged. Wir starten dann einmal den Job. Ist der Job dann gestartet, öffnen wir das Interaktionsmenü, wir gehen auf Stil, dann gehen wir auf Accessoires, ziehen einmal den LCD-Ohrhörer an und verlassen einmal den Job übers Handy. In Open Lobby angekommen, werdet ihr jetzt sehen, dass ihr das Outfit jetzt übertragen habt. Und ja, wir begeben uns jetzt einmal zum Bekleidungsladen, speichern dort das Outfit einmal ab. Jetzt hole ich mir dann auch die grünen Duffelbag. Dafür müsst ihr einmal euch einen Job markieren. Die Jobmarkierung werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr die geschlossene Duffelbag haben wollt, müsst ihr den Job posten. Wenn ihr die offene Duffelbag haben wollt, dann müsst ihr den Job von eurem Freund hosten lassen. So, dann können wir den Job auch ganz einfach starten. Im Jobmenü angekommen, gehen wir auf Stil, auf beleuchtende Kleidung und dort switchen wir zwischen 20 bis 30 Sekunden. Haben wir das dann gemacht, schließen das Interaktionsmenü, öffnen das Handy und verlassen den Job übers Handy. In der Open Lobby angekommen, seht ihr jetzt, dass wir die Duffelbag übertragen haben. Wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, dann registriert euch als CEO, geht auf Verwaltung, auf Stil,
einmal das Outfit rechts links switchen und dann sollte euch auch die Duffelbag angezeigt werden. Ja, wir begeben uns jetzt einfach zum Strand in der Nähe vom Mastengeladen. Einfach eine gewünschte Höhe erreichen. Den Fallschirm einmal ziehen. Dann fliegen wir jetzt einmal Richtung Maskenladen. Das ist die einzige Möglichkeit, die Duffelbag abzuspeichern. Sobald wir gegen den Maskenladen gegenklatschen, sofort Steuerkreuz nach rechts spammen. Dann werdet ihr reingeladen, ist perfekt. Können das Outfit einmal abspeichern. Gehen aus dem Menü raus. So, jetzt wählen wir nochmal einmal das Outfit aus. Interaktionsmenü, Stil, auf das Outfit draufgehen und ihr seht, haben jetzt auch die Duffelbag drauf. Und ja, das war es auf jeden Fall auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.